Nicht der Mensch, sondern die Sonne soll für die globale Erwärmung verantwortlich sein. So sehen das viele Klimaskeptiker. Wenn die Sonne sich abkühlt, sei der Spuk vorbei. Stimmt das? Um das zu erfahren, besuchen wir den Telegrafenberg in Potsdam. Hier geben sich Astrophysiker und Klimaforscher die Klinke in die Hand. Und das vor historischer Kulisse. Für den Sonnenphysiker Carsten Denker ist der berühmte Einstein-Turm Rückzugsort vom hektischen Alltag. In der Kuppel steht noch heute das Originalinstrument aus den 20er Jahren. Lediglich die Spiegel wurden in der Zwischenzeit erneuert. Über 40 Jahre lang wurde hier Tag für Tag eine Sonnenaufnahme gemacht. Für die Physiker ein wertvoller Datenschatz, den Carsten Denker und seine Kollegen jetzt auswerten wollen. Mit diesen historischen Aufnahmen vom Einstein-Turm können wir heute rekonstruieren, wie die Sonnenflecken auf der Sonne waren, ich sag mal im Zeitraum von 1940 bis 1986. Damit können wir den Sonnendynamo besser verstehen, wie die Sonnenflecken entstehen und wie die Sonnenzyklen sich entwickeln. Und das könnte auch helfen, den Klimawandel besser zu verstehen. Zuvor muss aber geklärt werden, wie groß der Einfluss der Sonne auf unser Klima tatsächlich ist. Eigentlich eine simple Angelegenheit. Wenn die Sonne schwächelt, wird es auf der Erde kühler. Oder nicht? So einfach ist das leider nicht. Ein Blick auf die Klimageschichte zeigt, bis in die 1970er Jahre scheint die Temperatur der Sonnenaktivität zu folgen. Seither nimmt die Sonnenleistung eher ab, die Temperatur steigt. Verfolgt man dagegen den Anstieg der CO2-Konzentration in der Luft, wird der wahre Auslöser der Erwärmung mehr als deutlich. Ein gutes Argument, aber den Forschern reicht das nicht. Nur wenige hundert Meter vom Einstein-Turm entfernt liegt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Dort hat der Astronom und Klimaforscher Georg Vollner den Einfluss der Sonne auf das Klima genau unter die Lupe genommen. 2500 Prozessoren, 30 Billionen Rechenschritte pro Sekunde sind hier am werkeln und das nonstop über Wochen. Aber auch der schnellste Computer nützt wenig ohne ein ausgefeiltes Klimamodell auf der Höhe der Forschung. Unser Klimamodell berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen den Ozeanen, der Atmosphäre, dem Meereis und der Landoberfläche. Und man kann damit zum Beispiel studieren, wie sich das Klima wandelt, wenn sich die Sonneneinstrahlung ändert oder wenn sich die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre verändert. Dazu kommen Satellitendaten aus den vergangenen 30 Jahren. Sie offenbaren etwas Wesentliches. Die Strahlung der Sonne variiert weit weniger als früher angenommen. Im Verlauf eines 11-jährigen Zyklus um lediglich 0,1%. Wir haben diese neuen Erkenntnisse in unserem Klimamodell berücksichtigt und wir finden heraus, dass selbst wenn die Sonne im 21. Jahrhundert in ein neues großes Aktivitätsminimum fallen würde, dass sich die globale Erwärmung nur maximal 0,3 Grad abschwächen würde. Das Kohlendioxid hingegen wird die Erde im selben Zeitraum um mindestens 2,5 Grad aufheizen, wenn die Menschheit weitermacht wie bisher. Ein weiterer Einwand gegen die Sonnenthese: Wäre die Sonne schuld an der globalen Erwärmung, müssten sich alle Luftschichten gleich erwärmen. Das CO2 hindert jedoch die reflektierte Wärmestrahlung vom Erdboden in höhere Luftschichten vorzudringen. Tatsächlich wird es in der Stratosphäre kälter, ein Phänomen, das ohne Treibhauseffekt nicht zu erklären ist. Vom 15. bis zum 19. Jahrhundert herrschte in Europa die sogenannte Kleine Eiszeit. Während der kältesten Phase blieben die Sonnenflecken fast vollständig aus, ein Zeichen schwacher Sonnenaktivität. Die Potsdamer Forscher sind trotzdem überzeugt, die Ursache für die Kleine Eiszeit war nicht die Sonne. Unsere Forschungsarbeiten zeigen, dass Vulkanausbrüche damals einen wesentlich größeren Anteil an der damaligen Abkühlung hatten. Diese Vulkanausbrüche schleudern Sulfat in die Atmosphäre. Es bilden sich Schwefelsäuretröpfchen in der Hochatmosphäre, die Sonnenlicht zurück ins All strahlen und damit das Klima abkühlen. Tatsächlich gab es zum Beginn der kleinen Eiszeit mehrere große Vulkanausbrüche, die eine Abkühlung um ein halbes Grad Celsius erklären. Für einen Effekt der Sonne bleibt hier kein Raum. Doch einen Trumpf haben die Klimaskeptiker noch im Ärmel. Strahlt die Sonne besonders schwach, schirmt ihr Magnetfeld sogenannte kosmische Strahlung kaum ab.
Hochenergetische Teilchen können leichter in die Atmosphäre eindringen und bilden Kondensationskeime, aus denen schließlich Wolken entstehen. Dies hätte einen abkühlenden Effekt. Eine Theorie, die sich jedoch in langjährigen Experimenten nicht bestätigt hat. Zwar bilden sich durch den Einfall der kosmischen Teilchen in der Tat winzige Partikelkeime in der Atmosphäre, doch die sind bei weitem zu klein, um die Bildung von Wolken zu fördern. Am Ende besuchen wir noch einmal den Sonnenphysiker im Einsteinturm. Seit 90 Jahren dreht sich hier alles um die Sonne. Und wer einmal den Hauch von Einsteins Geist spüren möchte, ist hier am richtigen Ort. Wir wollen noch eine entscheidende Frage klären. Angenommen, die Klimaskeptiker haben recht und eine kühlere Sonne könnte den Klimawandel tatsächlich bremsen. Doch woher weiß man, was in den kommenden Jahrzehnten mit der Sonne passiert? Wird sie sich abkühlen? Also wenn ich das wüsste, würde ich sicherlich viele wissenschaftliche Preise gewinnen. Wir wissen nicht, wie die langfristigen Zyklen aussehen, die Zyklen, die über den Elfjahreszyklus hinausgehen. Insbesondere ist es reine Spekulation, ob die Sonne sich weiter abkühlt oder sich gar nicht ändert. Unser Fazit: viel Lärm um nichts. Die Sonnenaktivität verändert sich zwar, aber ihr Einfluss auf unser Klima ist gering.